Okay, wir stimmen uns ein bisschen ein, machen uns ein bisschen warm und atmen einfach mal tief ein. Nochmal tief einatmen. Ein letztes Mal. Und dann rollen wir mal die Schulter. Eine große Bewegung. Schulterblätter eng zur Wirbelsäule führen. Okay, wir fühlen mal in unseren Bauch rein. Näht euren Bauchnabel feste an der Lendenwirbelsäule an. Korsage, Grundspannung in der Körpermitte aufbauen. Ein letztes Mal. Oh, dann nochmal tief einatmen. Einmal mehr. Roll deine Schulter. Große Bewegung. Wieder in die Körpermitte fühlen. Deine Knie sind soft. Wir lächeln unser Vorzeigelächeln. Sehr schön, Claudia. Sehr schön. Okay. Und dann schieben die Arme mal zu den Seiten und nehmen die Beine mal mit. Nehmen die Beine mal mit. Genau. Hin. Die Knie beugen sich. Und jetzt drehen wir uns mal auf. Für alle, die ein bisschen weniger möchten und brauchen, die gehen nur in die Beinbewegung. Nehmen die Arme vorne nicht so weit nach oben. Okay, es geht über die Mitte zur anderen Seite. Hüfte dreht komplett auf. Beide Füße zeigen in die Richtung. Die Option wieder ohne Arm. Und dann schieben wir uns wieder in die Mitte. Können wir ein bisschen tiefer gehen in den Beinen, damit die auch warm werden. Und jetzt isolieren wir uns mal in der Mitte. Und bewegen mal nur die Beine. So, es darf jetzt schon ein bisschen warm werden. Achtet darauf, dass ihr die Belastung auf der Ferse habt, wenn ihr nach unten geht. Könnt ihr mit den Zehen wackeln. Ein letztes Mal. Und lösen. Alles mal auslockern. Dann starten wir auch schon in die erste Übung. Und zwar verneigen wir uns für den unteren Rücken. Nach geraden Wirbelsäule geht es nach vorne. Bleibt dabei. Wichtig, die Körpermitte ist ganz stabil. Ihr habt eine stolze Brust. Führt eure Halswirbelsäule mit. Die Claudia ist schon eine Option weiter. Für alle die, die ein bisschen mehr möchten und brauchen, nimm die Arme nach vorne. Wenn ihr euch aufrecht hinstellt, ziehen die Arme am Oberkörper vorbei. Wer braucht noch ein bisschen mehr? Nehmt das Theraband dazu. Beide Füße in das Band. Und die Bewegung bleibt die gleiche. Für die unter euch, die die Hantel möchten, das geht auch mit der Hantel. Ihr gebt euch die Hantel richtig gut in die Hand. Alles gut? Genau, ich steige wieder ein. Und Halswirbelsäule mitführen. Entscheide selbst, wie viel Spannung auf dem Band ist. Oder du arbeitest nur mit den Armen. Oder nur das Verneigen. Zwei mehr für jeden.
Und dann haben wir die erste Runde schon geschafft. Also, drei Optionen für die Übung. Sucht euch eure raus. Da sind wir. Drei Optionen für die Übung. Sucht euch eure Option raus für die zweite und dritte Runde. Einmal kurz durchschnaufen. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken parat stehen. Okay. Okay. Runde Nummer zwei. Die Arme schieben nach vorne. Es wird für den Rücken gearbeitet. Wenn du mehr möchtest, nimm das Band oder die Hanteln dazu. Langsam und kontrolliert arbeiten. Halswirbelsäule mitnehmen. Genau. Weniger die Kniebeuge machen als dieses Verneigen, ja? Das Gesäß schiebt so nach hinten raus. Dann im aufrechten Stand die Arme nach hinten ziehen, Schulterblätter eng zur Wirbelsäule. Knie bleiben soft, fester Bauch, stolze Brust, ein Lächeln im Gesicht. Ein letztes Mal und schon wieder löse. Einmal durchschnaufen. Alles mal auslockern, könnt auch mal die Hüfte rollen. Je weiter der Hebel hier nach vorne geht, desto mehr muss der untere Rücken arbeiten. Ja? Je mehr Spannung hier nach vorne aufgebaut wird, desto mehr muss der Rücken leisten. Okay? Alle guten Dinge sind drei. Dann würde ich sagen, starten wir nochmal. Da oben. Da oben. Los geht's. Letzte Runde. Jeder auf seinem Level. Und immer wieder alle Punkte im Körper durchgehen. Sind meine Knie soft und dann eingegipst? Ist mein Bauch fest? Habe ich eine stolze Brust? Sind die Schultern weg vom Ohr? Das hatten wir jetzt noch gar nicht, aber auch das ist sehr wichtig. Atme. Claudia zeigt die Option, den Arm, ihr könnt die Hanteln dazu nehmen, ihr könnt das Band dazu nehmen, das Ganze noch 4, 3, 2, ups, hoppala. Kann passieren. Klar, darf nur nicht auf den Fuß fallen. Nee. Und löse, alles mal ablegen. Gerne mal im Rundrücken entspannen. Dann einmal Wirbel für Wirbel aufrollen. Und wer will, trinkt einen Schluck. Gute Idee. So, dann geht's auch schon mit großen Schritten in Runde Nummer 2. Wir machen folgende Kombination, entweder mit Kurzhantel oder ohne. Mhm. Und zwar geht's mit einem Bein nach hinten weg, hier den Hebel nach oben absetzen, tief, hoch und dann wechseln wir das Bein. 1, 2, 3, 4. Okay, wir nehmen aber noch die Arme dazu. Immer wenn es nach unten weggeht, klappen die Arme 90 Grad aus der Schulter nach oben. Ziehen, absetzen, tief und hoch. Ja? Mit Hantel oder ohne Hantel. Wichtig ist, achtet auf euer vorderes Knie. Das bleibt weitestgehend auf seinem Platz. Schiebt nicht über den Fuß nach vorne. Bleib aufrecht im Oberkörper. Entscheide selbst, wie weit geht es für dich nach unten. Aufrecht. Schieben. Weit nach hinten absetzen.
und wechseln. Bleib dabei. Das Ganze geht auch mit der Hantel. Und weit nach hinten raus. Aufrechter Oberkörper. Wechsel das Bein. Ziehe. Absetze. Nochmal. Eins, zwei. Ein letztes Mal. Und Päuschen. Das ist ganz schön anstrengend. Ja, ist auch weil Wahnsinn. Wahnsinn. Was machen okay. wir jetzt mit Hantel? Hallo, wir machen das Ganze nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Okay, ich bleibe ohne Hantel, Freunde. Okay, also. Links schiebt nach hinten raus. Setz den Fuß weit hinten ab. Schieb dich nach unten. Und der Wechsel. Rechtes Bein. Weit. Aufrecht bleiben. Und wieder der Wechsel. Fließender Bewegungsablauf. Immer im Fluss bleiben. Tap. Aufs Knie achten. Das sieht doch gut aus, was ich da sehe. Ja. Ganz schön, dass man euch sieht. Ja. Dass wir euch sehen. Ein paar machen wir noch. Lang nach hinten. Tief, jeder auf seinem Level. Und der Wechsel. Eins, zwei, drei, vier. Und tap. Okay, jede Seite ein letztes Mal. Ordentlich bis zum Schluss. Und tief nach unten. Letzter Wechsel. Runde zwei. Geschafft. Einmal kurz schnaufen. Jetzt nimmt die Claudia wieder die Hantel. Oh, das war nicht besprochen. Ich mach's. Okay. Gut. So. Und dann starten wir. Letzte Runde. Es geht weit nach hinten raus. Setz den Fuß ab. Komm tief. Der Wechsel. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und hopp. Ich komm mal gucken. Ach. Ein bisschen freundliches Gesicht machen bitte. Und aufs Knie achten. Das sieht sehr gut aus, was ich da sehe. Eins, zwei, perfekt. Jeder Seite noch drei. Bist du wahnsinnig? Arme 90 Grad, ne? Tap, tap, tap. Und der Wechsel. Und tap, tap. Letztes Mal auf jeder Seite. Und lösen. Geschafft. Alles auslockern. So, dann geht's für alle mit dem Theraband weiter. Was ist die nächste Übung? Reduktion, Abduktion. Und das Frontheben. Okay. Ich mache es erstmal ohne und steige dann nachher wieder ein mit den Hanteln. Genau. Also,
Ihr habt das Band begriffen, geht hier nach vorne weg und dann geht's hier im Wechsel für beide Beine zur Seite. Eins, zwei und langer Arm vor. Perfekt. Eins, zwei, wachsen. Ohne Band möglich, mit der Hantel möglich. Dann die Beine ohne Spannung. Und das Ganze wächst mit der Hantel. Eins, zwei, Körpermitte ganz stabil. Und zwei. Tipp. Tipp. Claudia, alles gut? Alles gut, ich liebe. Perfekt. Aber es ist ganz schön heiß hier. Es ist so warm. Ja. Ist so. Gerade eben war es nicht so warm. Hast du die Heizung angedreht? Ja. Letztes Mal. Wachsel. Tap. Tap. Und Päuschen. Jetzt mal auslockern. Das Ganze nochmal? Zweimal noch, Claudia. Okay. Beim Theraband immer darauf achten, dass ihr das ein bisschen knuddelt nach unten, weil sonst reißen die Dinger ganz gerne. Ja, und bei unseren Therabändern, die sind ein bisschen kürzer, dann könnt ihr entweder ein kurzes Theraband rechte Seite für die rechte Seite nutzen, das linke Theraband für die linke Seite oder ihr knotet es in der Mitte und dann habt ihr ein langes Theraband. Genau. Okay, weiter geht's. Perfekt. Und Runde Nummer zwei. Einmal. Tap. Tap. Und wachsen. So, wieder alle Punkte im Körper durchgehen. Sind die Knie soft? Fester Bauch. Stolze Brust. Schultern weg vom Ohr. Ein Lächeln im Gesicht. Atmen nicht vergessen. Geschwitzt wird von alleine. Hep. Und hiernach geht's schon auf die Matte. Ich hoffe, ihr habt sie greifbar. Wenn ihr keine Matte habt, könnt ihr einfach ein Handtuch holen. Nehmen. Ja. Ne? Tap. Tap. Nochmal nach vorne. Wachsen. Tipp, tipp. Nicht mit Schwung arbeiten, sondern immer mit Kraft. Ganz kontrolliert. Ne? Nicht so dieses nach oben schnellen oder zur Seite schnellen, sondern eine ganz... Kontrolliert. Wart ab. Oh, wir sind in der Abwandlung hier bei Carsten. Hinter den Kulissen wird auch gesportelt. Das sieht aber eher aus wie Pinocchio. Oh, das sieht aus wie eine Jugend. Pinocchio mit Mundschutz. Ja. Okay. Einmal mehr. Oh, ziehen. Runde zwei, auch geschafft. Kurze Frage. Können wir eine Abwandlung zeigen? Also wenn ich immer Training mache mit Hanteln, ich mache diese Übung immer nach vorne. Und ich mache die Übung auch immer zur Seite. Ja. Geht natürlich auch. Dann mache ich die nächste Abwandlung nicht mehr nach vorne, sondern einfach zur Seite. Achte darauf, dass die Schultern gerade sind. Und das ist auch eine gute Übung, um wirklich mit 1 Kilo Hanteln die kompletten Schulter zu trainieren. In diese Richtung und dann auch leicht ja, zu beugen. Das kann man eigentlich sehr gut machen mit 1 Kilo Hanteln und das reicht auch vollkommen aus. Und ich mache jetzt die Abwandlung zu dieser Seite. Okay. Gut. Dritte und letzte Runde. Alles anspannen, Knie soft und ab dafür. Wachsen. Dann geht's zur Seite weg. Logischerweise, je straffer ihr das Band wickelt, greift, desto anspruchsvoller wird das. Ob jetzt für die Arme, die Schultern oder eben für die Oberschenkelaußenseite. Und immer wieder alle Punkte durchgehen. Das ist so wichtig.
Wenn ihr an den Haarspitzen fertig seid mit eurer Korrektur, fangt ihr an den Fußspitzen wieder an. Ganz wichtig. Ja. Und immer eine feste Mitte, ne? Ja, angespannt. Oh, jetzt habe ich die falsche Richtung gemacht. Nochmal ganz wichtig, der Hinweis, eben nicht so schnell nach vorne oder zur Seite schnell, sondern eine ganz langsame Bewegung. Gleiches Tempo auf dem Weg nach vorne und nach hinten. Haltet das Tempo ein. Seite. Upsa. Seite. Die Arme. Seite. Seite. So, zweimal noch. Atem nicht vergessen. Und letztes Mal. Geschafft. Okay. Ihr braucht jetzt die Möglichkeit, auf die Matte oder auf ein Handtuch zu kommen oder auf den Teppich. Soll ich mich seitlich zeigen? Ja, dann bleibe ich zur Kamera rein ausgerichtet. Was machen wir jetzt? Schönes? Wir starten mit dem Bauch und das Ganze in Kombination mit der Brust. Hier wieder die Option, mit Hanteln oder ohne Hanteln arbeiten. Ach so, ich schaue mir erstmal die Übung an und dann entscheide ich. Also, es geht nach hinten weg und wieder vor. Das einmal für den Bauch. Wir öffnen und schließen. Kopf bleibt auf seinem Platz. Bleib stolz. Wer mehr möchte, nimmt die Hantel dazu. Je weiter es nach hinten geht, desto anspruchsvoller wird es für den Bauch. Mir knackt's. Letztes Mal. Und lösen. Einmal durchschnaufen. Runde Nummer 2. Für den Bauch und die Brust. Mit oder ohne Hantel. Es geht nach hinten weg und wieder vor. Öffne und schließe. Das macht Spaß, oder? Man darf lachen. Ja? Ja. Alle sind noch anwesend bei der Sache. Zwei Stück. Letztes Mal. Oh, schon wieder lösen. Mal hier die Schultern rollen. Das ist auch ganz gut zu tun, wenn man mit Hantel arbeitet. Ja. Und das ist auch ganz klar, warum ich jetzt vielleicht die Hantel nicht nehme. Wir haben unterschiedliche Hanteln geschickt, 0,5 Kilo für unsere Damen und 1 Kilo für unsere Herren. Bei mir ist es so, ich habe ja einen recht kurzen Armstumpf hier und deswegen ist 1 Kilo ein ganz schönes Gewicht, weil es ja am Ende des Sockets runterdrückt. Deswegen habe ich mich entschieden, die Übung einfach ohne Hanteln zu machen. Besser eine gute Übung ohne Hanteln in der guten, korrekten Ausführung, als wenn ich mich jetzt verkrampfe und das macht uns dann die Probleme im Nacken und im Schulterbereich. Und deswegen mache ich diese Übung einfach ohne Hanteln. Alles klar, ab für Runde 3. So, wieder alles durchgehen. Ihr wisst, worauf es ankommt.
Atmen nicht vergessen. Noch 4. 3. 2. 1. Und schon wieder der letzte. Oh, Entschuldigung. Ja. Und ich habe ihn fast unterdrückt. Trink noch mal einen Schluck. Das haben wir jetzt auch schon wieder länger nicht. Nee, ich habe aber nichts mehr drin. Ja. Ich schaue gerade mal. Trinke was. Nein, nix. So, wir bleiben beim Bauch, wechseln aber zur schrägen Bauchmuskulatur. Ich zeige das kurz. Und zwar geht es im Wechsel zu den Seiten weg. Auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze mit einer Hantel oder eben ohne zu machen. Wichtig hier die Wirbelsäule rausdrehen. Ellenbogen zieht Richtung Boden. Körpermitte stabil halten. Okay. Viel mehr davon. Noch 4. 3. 2. Letzte Mal. Runde 1 geschafft. Einmal durchschnaufen. So. So. Und dann starten wir nochmal. Also, stolz bleiben. Und dann geht's nach hinten weg. Jeder so weit, wie er es kann und braucht. Viermal. 3. 2. Letztes Mal in jede Richtung. Und löst. Das macht Spaß, oder? Besonders, wenn hinter den Kulissen Spürkes gemacht wird und man hier vorne ernst bleiben soll. Atmen und die Übung richtig ausführen. Ja. Das ist ganz schwierig, oder? Wir tauschen gleich mal für die letzte Übung die Plätze, Leute. Zieht euch warm an. Ja. Und die Termine. So, auch hier gibt es die dritte Runde für den schrägen Bauchmuskel. Dann geht's in den Stützklaue, da freust du dich doch schon die ganze Zeit drauf. Natürlich. Immer. So. Weit nach hinten wegschieben. Spannung im Bauch halten. Nimm den Blick mit. Oder du möchtest noch ein bisschen mehr und nimmst noch eine Hantel dazu. Alles kann, nichts muss. Das Mikro knallt. 4 Stück. Zwei. Eine. Letztes Mal. Und löse. Einmal durchschnaufen.
Claudia, bitte. Stütz. Ich freue mich. ja. Wir kennen den Stütz ja auf den Händen. Dann gehen die Beine nach hinten weg oder auf den Knien. Dann müssen wir hier mit der Hüfte ein bisschen weiter vor schieben, um die Spannung in der Körpermitte zu halten. Die Claudia zeigt euch jetzt die Option für euch mit der Prothese. Genau, also ich sehe in vielen Online-Fitnesskursen halt immer diese Stützübungen auf den Händen. Und das ist halt mit unseren Händen leider nicht möglich, weil wir halt bei den während den Übungen einfach das Gewicht unterschiedlich auf die Finger bringen. Und deswegen bei all diesen Übungen, den Online-Kursen, wo es einen Stütz, einen Unterarmstütz gibt, wandle ich das ab und mache einfach einen Blank. Also bei mir sehen dann alle Übungen immer so aus. Achte darauf, dass ich halt gut positioniert bin. Und das ist genauso anstrengend, einfach, wenn man die Waage hält. Und jetzt kannst du beginnen, weil sonst wird es zu anstrengend. Genau. Was machen wir? Also, ihr könnt hier halten oder ihr schiebt euch zu den Zehenspitzen nach vorne. Kannst du gerade mal die Kamera zeigen auf die Hand? Ich zeige dir jetzt, wie das aussieht. Also ihr müsst die Hand dann wirklich, warte mal, so auflegen. Vielleicht kannst du das einfach mal zeigen. Ist das so in Ordnung? Seht ihr das? Genau. Haltet euer Gesäß. Weil dann passiert nichts mit der Hand. Unten. Bauchnabel festgenäht. Noch 3, 2, 1 und ab. Nochmal die Option für alle, die ein bisschen weniger Dankeschön. Möchten und brauchen. Geht auf die Knie und dann schiebt ihr aber die Hüfte hier vor. Bauchnabel feste, zur Lendenwirbelsäule anziehen und halten. Ist das die nächste Übung oder ist das die Option? Nee, das ist eine Option. Okay. Einmal kurz verschnaufen. Ist wirklich so ein bisschen wie eine Sauna hier. Ja, dass die Scheinwerfer sind? Nee, es ist komplett bewölkt. Und hier ist einfach eine Wahnsinnstemperatur und durch die letzten Tage, weil es so heiß war und hier komplett eine Fensterfront ist, packt die ganze Hitze bei uns hier und dann währenddessen wir Sport machen. Aber das ist keine Entschuldigung, wir starten trotzdem in Runde Nummer 2. Natürlich. Okay. Beine lang, du bist runter, fester Bauch, entscheide selbst, ob du hier hältst oder ob du zu den Zehenspitzen nach vorne schiebst. Und löse. Kurz entspannen, Arme mal auslockern. Kurz den Rücken lang. Eine Runde machen wir noch. Okay. Und dann haben wir es geschafft. Wirklich? Ja. Okay, perfekt. Dann dehnen wir noch ein bisschen. Und dann haben wir es schon. Okay. Ready für die letzte Runde? Alle zusammen. Los geht's. Die letzten Sekunden in der Anspannung. Und los geht's. Bubis tief, Spannung, halte, nicht zu sehr in die Schultern reinsinken. Atmen. Und lösen. Sehr gut. Dann geht's von hier mit dem Gesäß weit nach hinten weg. Zieh deine Arme lang nach vorne. Achtet hier drauf, dass ihr einfach in dieser Handausführung bleibt. Nicht die Finger ausstrecken in der Prothese. Diese Seite hier nutzen, um euch lang zu machen. Atme tief und gleichmäßig.
Von hier kommen wir in den Fersensitz und öffnen die Brust. Die Arme schließen. Schulterblätter nach vorne weit auseinanderziehen. Komm eine Etage weiter nach oben, das rechte Bein. Komm nach vorne und dann sinken wir mal hier nach vorne in die Hüfte. Ups. Schalt die Hand dahin. Wir wechseln. Von hier geht's eine Etage weiter nach oben. Dann nehmen wir den linken Fuß nach hinten weg, Knie nebeneinander. Genau, also bei mir ist es so, auf der linken Seite bin ich betroffen, deswegen mache ich das gleiche, rechte Hand, linke Fuß und das geht auch über Kreuz. Hüfte zieht vor, Knie nebeneinander. Ach, jetzt machen wieder alle mit. Super. Jetzt, wo es vorbei ist. Wechsel. Na? Das tut gut. Du hast gleich noch was ganz anderes. Carsten macht hier Faxen. Löse. Schreibe alles auf die Rechte. Zieh dich mal lang nach oben. Dann überzieh die linke Seite. Ich zieh, ups. Komm über die Mitte. Zur anderen Seite rüber. Ich atme, da kann man nicht lächeln. Komm zur Mitte zurück. Die Arme lösen. Zieh die Schultern tief nach unten und leg dein Kinn nach vorne ab. Wir lösen. Alles mal auslockern. Oh, tief einatmen. Das kannst du nochmal. Ups. Und weil es so schön ist. Und dann haben wir es geschafft. Super, vielen Dank. Einfach mal für ein schönes Foto für uns machen wir einfach mal so eine Siegerpose. Und ihr macht einfach mal schöne Screenshots, also einfach mal so hinstellen. Wir haben es geschafft, unseren ersten Kurs gemacht. Yay! Yay! Und gemeinsam kriegen wir bestimmt noch einen zweiten hin. Okay, super. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Habt ihr Fragen? Shiori hat eine Frage. Hat man mich gerade? Ja. Das, und zwar ist meine Prothese zwischendurch einfach ausgegangen. Also die hat nicht mehr funktioniert. Ich glaube, es liegt vielleicht daran am Schweiß oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ist das schädlich für die Prothese? Also sollte man das dann vielleicht lieber nicht machen? Also das ist eine gute Frage. Also generell ist es so, gerade wenn wir schwitzen, brauchen wir einen richtig gut gefertigten Socket. Ne? Ich weiß, dass Benne für dich super Sockets macht. Ja, aber wenn wir schwitzen, dann...
Ja, dann verrutscht auch mal die Prothese. Ne? Und für die Prothese ist es nicht schädlich, weil wenn es Sommer ist, wenn wir 30 Grad haben, dann schwitzen wir in unseren Prothesen. Und dann kann es immer halt mal sein, dass einfach Schweiß auftritt und es ist nicht schädlich für die Prothese. Wenn du das mal haben solltest nochmal und du denkst, oh, es funktioniert nicht, einfach nochmal schauen, sitzt die Prothese. Und generell, immer wenn irgendetwas passiert, was jetzt nicht 100% sein sollte, einfach mal Prothese ausschalten und einschalten. Aber generell, mit unserer, deswegen haben wir nur 1 Kilo Hantel oder 0,5 Kilo Hanteln geschickt, weil das einfach schon möglich ist, dass unsere Hand das auch aushält. Ja, es ist halt immer wichtig, wenn er die in die Prothese legt, dass er einfach einen guten, gesunden Sitz macht, dass alle Finger diese Prothese umschließen. Ich hole noch mal eine. Da ist sie. Ja, und gerade auch wenn man neu ist, also wenn ihr jetzt eure Prothese neu bekommt, ne, wir nehmen sie in die Hand, umschließen sie mit allen Fingern. Und wenn ich Übungen mache, wo ich mich wirklich auf die Haltung konzentrieren will, ich mache es mir einfach und schalte die Prothese einfach aus. Weil dann kannst du, hast du auch diese Fehlsignale, die vielleicht passieren durch das Anheben, weil du das ja mit viel mehr Kraft machst. Die kommen dann einfach nicht mehr vor, weil Sinn soll es ja sein, die Hantel soll sicher gefasst sein. Das stellt ihr fest, indem ihr die Hand, die Finger um die Hantel schließt, schaltet die Prothese aus und macht eure Übung und konzentriert euch einfach auf die Haltung. Ganz gut, gerade wenn ihr es zu Hause alleine macht, da ist ein Spiegel, aber ich stelle mir jetzt einfach vor, das ist der Spiegel. Ich achte immer drauf, dass ich mich im Spiegel kontrolliere, weil je nachdem, wenn man neu ist mit der Prothese, dann haben wir doch noch so, gerade mit Dysmelie, mit angeborener Fehlbildung, haben wir es meistens so, dass wir wirklich ganz viel mit der Schulter nach vorne kommen, weil vielleicht der Arm eine gewisse Kürze nur hat. Und dann ist es wichtig, dass man wirklich in den Spiegel schaut, einfach auch mal fühlt, wie fühlt sich das an, ja? Wenn die Schulterblätter hinten zusammenkommen und wenn ihr die Übung macht, einfach euch kontrollieren, eine gute Haltung haben im Spiegel und dann funktioniert es auch. Und wenn ihr dann eure Übung gemacht habt, schaltet eure Prothese einfach wieder an und dann nehmt ihr die Hantel raus. Gerade wenn man zu Beginn neu ist, erstmal die Übung machen, vielleicht auch einfach ohne Gewicht, weil bei mir zum Beispiel, der Arm ist ja ganz kurz, hier ist die Prothese, hier ist das meiste Gewicht in der Prothese und einfach mal am Anfang den Arm so zu halten und einfach vielleicht mal bis 10 zu zählen oder bis 15 ist sehr anstrengend, weil hier vorher bei mir auf der linken Seite nichts war. Und wenn wir das auch nach vorne machen, ist es Anstrengung genug. Und wenn wir soweit sind, fangen wir an mit 500 Gramm, machen vielleicht nur 10 Sätze in alle Richtungen und irgendwann können wir es damit 1 Kilo machen und dann halt weiter aufbauen. Gerade für die Männer unter euch, die Hand kann ja schon eine ganz schöne Menge liften. Also so eine S- oder M-Hand, die könnte 90 Kilo liften. Aber wichtig, wir lenken dieses größere Gewicht nicht um auf die Fingerkuppen. Also wenn ich ein großes Gewicht in dieser Form tragen würde, dann lenkt sich ja das Gewicht um auf die Fingerkuppen. Und das wollen wir nicht. Wenn ihr sowas machen wollt mit größerem Gewicht, dreht einfach die Hand. Und dann ist das auch wieder möglich. Gerade wenn ihr Zugübungen macht mit Theraband, könnt ihr das in diese Richtung machen. Bitte nicht die Zugübungen auf die Fingerkuppen. Da ist sie etwas empfindlicher. Dreht die Hand und dann könnt ihr auch Zugübungen wirklich auf die Hand bringen, weil dann der Zug nach unten losgeht. Das ist ganz wichtig. Bei Stützübungen immer eine komplett geschlossene Hand machen. Das rate ich euch auch aus, wenn ihr die Prothese ausschaltet. Für mich ist es immer so, ich gehe in diese Position, eine Faust, schalte die Prothese aus, ziehe sie aus abends, mache sie sauber, lade sie und morgens, wenn ich sie anziehe, hast du auch eine gute Handhabe, weil du kannst wirklich die Faust belasten und die Prothese viel leichter anziehen, als wenn die Hand geöffnet ist. Einfach so für euch. Habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne, viel Spaß. Und die Eva kommt noch mal dazu. Wir winken noch mal in die Kamera und sagen Tschüss. Tschüssi. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. 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 Dankeschön.